das Leben sich selber kreieren lassen. Das ist das Thema meines heutigen Videos. Und zwar möchte ich euch erzählen, dass ich eigentlich viele Jahre so gelebt habe, dass ich das Leben sich selbst habe kreieren lassen. Und hier bin ich jetzt gerade an einem Badesee. Zum ersten Mal, der scheint hier durch. Ja, und möchte euch anhand des heutigen Beispiels erzählen, wie das so funktionieren kann. Weil ich komme jetzt immer wieder dahin, nachdem ich mich jahrelang damit rumgeschlagen habe, zu gucken, ja, was erzählen mir die Leute irgendwie. sein Leben in die Hand nehmen und so. Davon haben mir Leute erzählt, ja, man müsste sein Leben in die Hand nehmen. Ha? Habe ich alles ausprobiert, jahrelang, mich bemüht, abgemüht und war total unglücklich. Und ich kenne es halt, dass ich auch total glücklich sein kann, eben so wie ich früher gelebt habe, was ich auf meinem Vagabundenblog beschrieben habe und auch in meinem Buch. Der Vagabundenblock vom Leben ohne Geld. Da habe ich nämlich auch so gelebt. Und zwar den Tag sich selber kreieren zu lassen. Weil ich habe immer gesagt, das Universum kann das viel besser wie ich. Und heute war das so, ich war in meinem Garten und war um 3:30 an einem Parkplatz verabredet, um zum Garten, zum Badesee zu gehen, mit Menschen aus einer Telegram-Gruppe von einem Online-Kongress, den es mal gab. Und also ich war da noch nie gewesen und ich war mit meinem Fahrrad dort und mein Auto war 10 Kilometer entfernt bei meiner Wohnung. Und ja, dann war ich noch abgelenkt, dann hat mich noch jemand angerufen, ein Freund von mir. Und es wurde spät und ich hatte noch nicht gegessen. Da dachte ich, ich lasse mir das jetzt alles egal sein. Ich sage jetzt einfach dem Universum, ich möchte um 3:30 an dem Ort sein, wo wir uns treffen. Und mir ist das alles egal. So, hinter mir sind Leute. Ja, und dann habe ich das sich selbst kreieren lassen, mit meinem Fahrrad zur nächsten Kleinstadt auf dem Weg gefahren, habe es abgestellt, bin getrampt, weil zum Fahrradfahren wäre es zu spät gewesen, hätte ich eine Stunde früher losfahren müssen. Und es hat mich jemand mitgenommen. Ich konnte von meinem Leben erzählen, konnte ihm eine Postkarte geben, hat mich genau dahin gefahren, wo ich hin wollte. Und ich war die Erste, die absolut pünktlich um 15.30 Uhr beim Treffen war. Und das muss ich euch jetzt erzählen, weil das so fantastisch ist und mich so unglaublich beglückt. Also ich bin dann einfach glücklich. Und ja, das möchte ich natürlich weitergeben. Jetzt bin ich ein bisschen aus der Puste gekommen. Also eine andere Art zu leben, eine andere Lebensart. Das ist, was ich eigentlich auch vermitteln wollte durch meine Bücher. Mein zweites Buch, Mein wundervolles Leben mit kaum Geld. Das war dann auch so ähnlich, nur mit ein bisschen Geld. Also, jetzt habt ihr mal einen kleinen Vorgeschmack davon mitbekommen. Ich danke euch fürs Zuhören. Probiert es mal aus. Sagt mal einfach, heute, vielleicht am Wochenende, lasse ich den Tag sich selbst kreieren. Und guck mal, was passiert. Und teilt gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren mit. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Like, über Kommentare und konstruktives Feedback. Und abonniert gerne meinen Kanal. Danke und ja, einen wunderschönen Sommer für euch. Tschüss.